Servus! Ich will euch heute meine Glossybox vom September abdrehen. Als erstes, wo ich die Glossybox jetzt geöffnet habe, ist mir so etwas entgegengekommen. Das ist einfach ein Glossybox-Beutel. Das war mir das erste, was mir entgegengekommen ist. Und jetzt hole ich mal die Box raus. Das schaut dieses Mal so aus. Gefällt mir sehr gut, so pink zart rosa, also so zart rosa mit so Blütenblätter ist da oben, sind da oben. Gefällt mir sehr, sehr gut. So schaut sie dann von innen aus. Jetzt kann man das einmal öffnen. Das duftet schon ganz, ganz gut raus. Und das einmal zur Seite, das Prospekt. Und schauen wir mal direkt rein. Schaut das jetzt aus von innen. Von Rituals. Das sind alles Ritualist-Produkte drinnen. Und ja, ich fange euch an, das zu zeigen. Das erste, was mir da entgegenkommt, ist so eine Verpackung, so schöne. Das ist Body Mist. Aha. Okay, das ist glaube ich so ein Bodyduft. Mal schauen. Okay, das riecht noch ein Parfüm. Das ist ein Parfüm, ich muss auch meine Zettel da nehmen. Also, da drinnen steht zum ersten Produkt, das was ich jetzt ausgeholt habe. Das ist ein Körperspray. Das ist ein Körperspray das erste Mal. Ein Körperspray. Riecht sehr gut. Riecht richtig angenehm. So ein bisschen noch Frühling. Dann, ja hallo Ellen, da kommst du jetzt auch dazu. Gibt es da... das ist ein Schaueröl. Auch von Rituals. Das ist hier einfach nur ein Schauergel eben. Gut, sowas braucht man nicht immer, das wird wahrscheinlich genau gleich riechen, oder? Hat jetzt aber eigentlich einen angenehmen Duft, eher so ein milderer Duft, nichts auf, also nichts so Anstrengendes. Und da steht, ist ein Öl, was die Haut. Auf die Haut, feuchte Haut aufgetragen wird. Und sich dann in einen zarten Schaum verwandelt. Okay. Und anschließend muss man sich das natürlich wieder runterwaschen. Also schon was zum Waschen. Dann ist das. Oh, das war Body Cream. Das ist auf jeden Fall ein Body Cream. Mal schauen. Das schaut so aus. Lässt sich schön verreiben. Riecht auch sehr, sehr angenehm, also sehr neutral und angenehm. Das riecht gut. Das ist, glaube ich, ganz normale Bodycreme. Wo steht denn das drinnen? Ja, genau. Einfach eine ganz normale Creme zum Einmassieren. Sehr schönes Produkt, gefällt mir sehr gut. Was ist da noch drinnen? Mal schauen, was das ist. Das ist ein Peeling. Also ein bis zweimal unter der Woche soll man sich damit ein Peeling machen unter der Dusche. Mal schauen, wie die Konsistenz ist. Das schaut aus, als ob so kleine Luftbläschen drinnen wären. Oh, ist ein angenehmes Peeling. Sieht man da Peelingkerne? Leicht. Also es ist ein
sind recht kleine Bienenkerne drinnen, aber sehr, sehr viele. So, und das letzte Produkt ist das. Was ist das? Das ist ein Holzklotz, der was da in so einer Verpackung kommt. Okay. Das kann man ins Auto hängen. Das kann man da die Schutzfolie runterreißen und dann hängt man das irgendwie ins Autogebläse rein. Ja. Ah, schönes Produkt. Mal schauen. Wenn ich das montiert habe, werde ich vielleicht ein Bild davon schicken. Aber nicht in dem Video, sondern in der nächsten Video, weil ich glaube, so schnell werde ich das nicht montieren. So, das war schon wieder die Glossy Box. Sein. Sehr schöne Sachen von Richmond dabei. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass nur die Produkte von denen eben sein, weil ich mir eigentlich gerne durch alle Produkte durchteste und nicht nur durch eine Marke. Aber Richmond ist aber jetzt schon so verkehrt. Ich habe, glaube ich, noch gar kein Produkt davon. Also passt mir das recht gut. So, und bis dahin, für euch!